Und ich möchte auf meinen Kanal herzlich willkommen heißen und ich zeige euch auf meinem Kanal vor allem, wie ihr in Forza Lackierungen macht, Designs erstellt, was es zu beachten gibt, wo es vielleicht Tricks gibt, wie man es sich einfacher machen kann, wie man Designs erstellt und ja. Das ist jetzt die erste Folge von mir und ich werde so vielleicht wöchentlich oder täglich, je nachdem wie ich Zeit habe, immer wieder Folgen erstellen und weitermachen. Und heute möchte ich euch die Grundlagen des Lackierens in Forza Horizon 4 vorstellen. Es gibt natürlich, die funktionieren auch bei den anderen Teilen, auch Motorsport. So, dann fangen wir mal an. Das Erste, was wir machen, ist, dass wir suchen uns mal ein Auto aus, das wir eigentlich lackieren möchten. Und können wir eigentlich irgendeines nehmen, das ist eigentlich wurscht. Jedes Auto, das euch gefällt, ist machbar und einstellbar. So, dann schauen wir, suchen wir uns mal vielleicht ein Auto. Das gleich nehmen wir dann Audi RS3. So, einen kurzen Augenblick. So, was ihr wahrscheinlich schon wisst, um das Auto zu lackieren, müssen wir unter Designs und Lackierungen reingehen. Dort finden wir dann eigentlich unter Auto lackieren die ganzen Sachen, was man lackieren kann. Die komplette Karosserie. Manchmal kann man hier mit X zwei verschiedene Ebenen aussuchen. Manche Ebenen, manche Autos haben zwei verschiedene Lackflächen. Und die kann man dann mit X, ähnlich wie bei den Felgen, auswählen, welche man möchte einfärben. Also man kann dann sich zum Beispiel hier, ja, nehmen wir mal ein Grün, dann kann man auf Felge jetzt auf Schicht 2, nehmen wir eine andere Farbe, nur so als Beispiel. Innenseite. Innenseite ist meistens sehr unpraktisch, da sie das Felgen Innere zeigt und das sieht man meistens eh nicht so speziell. Meistens kann man die Farbgruppe 1 nehmen, das ist dann das Felgen Äußere. Kann man nicht sagen, dass das man am meisten sieht, das was die Draufsicht zeigt. So, und dann kann man das Felgenhorn dann auch in einer beliebigen Farbe wählen. Ich nehme meistens nur einfarbige Felgen, weil es mir einfach besser gefällt. So, also fangen wir mal an. Das sind die Erstellerfarben, also die, was Audi auch gekauft werden können, so wie sie das sind. Meistens so Standardfarben. Da gibt es die normalen Farben. Da ist eigentlich von schwarz bis weiß in alle Stufen. Dann ist ein Orange, ein helleres Orange, Gelb. Und das ist eigentlich selbsterklärend. Was man in dieser Ebene noch so machen kann, ist zum Beispiel, man kann, wenn man das Grün zum Beispiel ein bisschen zu hell ist, kann man mit X einen Farbmischer öffnen und dann hier ein bisschen spielen. So bekommt man dann eine andere Farbe, wie man außen sieht. Man kann sich zum Beispiel so ein Grün erstellen, so ein Giftgrün oder da bleibt dann eigentlich alles offen, wie man es machen möchte. Und dann kommen die Spezialfarben, die interessantesten Farben bei Forza. Wir haben ja matt. Wenn man sich fragt, ja matt, man kann mit X dann natürlich auch schwarz-matt machen. Oder im Gegensatz, man stellt also alles nach oben und dann einen weißen Schieber nach unten, dann bekommt man ein weißes Matt. Man kann es wieder erhöhen ein bisschen und dann hier je nach Laune die Farbe und einstellen. Also man kommt jede matte Farbe hin, die man möchte bei den Spielen. Natürlich gibt es auch glänzend matt, da funktioniert das auch wunderbar. Kann sich auch jede Farbe suchen, die Helligkeit einstellen, die Dunkelheit einstellen. Und da kann man sehr gut spielen, wenn man so ein bläuliches Schwarz-Matt möchte. Oder man möchte es mehr so
auf Olivgrün gehen. Man kann das so schön spielen, bis man die richtigen Farben hat. Das funktioniert wunderbar auch mit den Perleffekt Farben. Hier zum Beispiel könnte man zwei Versionen nehmen, also zwei Einstellmöglichkeiten, einmal die Grundfarbe und die Fleckenfarbe. Nehmen wir mal die Grundfarbe, das möchten wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir es mal mit schwarz haben. Und dann nehmen wir die Fleckenfarbe. Da kann auch sehr schöne Sachen machen, schöne Farben erzielen für das Fahrzeug, für das Kfz. Und das muss man immer je nach Farbe, Spezialfarbe schauen, was da alles möglich sind. Aber mehr gibt es nicht. Also die Grundfarbe oder Flaken oder Grundfarbe, Sekundärfarbe bei Flipflop zum Beispiel, dann nehmen wir zum Beispiel Schwarz. Dann nehmen wir die Sekundärfarbe. Machen wir mal weiß. Kommt eigentlich ein sehr schönes Grau hin. Oder das ist der Fantasie überlassen, was man dann so genau macht in diesen Formen. Man kann dann praktisch ein schönes Blau machen. Ach, den Wünschen sind keine Grenzen dargelegt. Funktioniert auch natürlich bei diesen Matt-Varianten oder hier funktioniert das nicht zum Beispiel. Das ist eine Farbe und die kann man nicht machen. Ist spiegelhaft diese Farbe. Dazu kommen wir vielleicht später noch mehr, um einen weiteren Effekt in Forza zu zeigen, den man machen kann. Dann ist diese Farbe hier noch, die kann man auch nicht verändern. Jetzt haben wir einen Regenfogen-Schiller-Effekt. Dann haben wir hier einen Carbonfolie. Bei der Carbonfolie können wir immer wieder die Tönung ändern. Dann stellt man die auf hell. Sättigung ist wichtig, dass man sie raufstellt. Das sieht man schon, dass man da dann die Carbonfolie in verschiedenen Farben machen kann. So. Das ist da vielleicht sehr interessant auch. Dann gehen wir weiter. Da kann man nichts machen, da kann man nichts. Die sind immer Standard, 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 Standard. Dann kommen wir zu meiner momentanen Lieblingsfarbe. Das heißt man Ultra Black. Und da muss man Aluminium poliert nehmen. Dann drückt man X, geht auf Helligkeit und regelt ganz runter. Ganz, ganz, ganz runter. Und jetzt hat man eine Art Ultra Black in Forza. Ich zeige euch, was ich meine. Speichern wir aber keinen Speicherplatz. Das übliche Problem. Müssen wir was löschen. Was löschen wir denn? Was löschen wir denn? Was löschen wir denn? Löschen wir den. Letzter Zeit hängt Forza bei mir, aber ich weiß auch nicht warum. So, ich vom Menü raus und reingehe. So, dann gehen wir hinaus. Ihr habt es ja gerade gelöscht. Okay. Jetzt mit dem paar, dann löschen wir halt ein paar mehr. Bin permanent überfüllt mit Designs. Aber euch wird es vielleicht nicht besser gehen, weil ja, man hat 500 Designs Platz, aber Autos hat man wesentlich mehr. So, was löschen wir dann noch? Den löschen wir noch. Dann müsste es mal für unsere Experimente Platz genug sein. So, wir sind bei einer 8 Ultra Black stehen geblieben, die ich jetzt gerade gemischt habe. Und dies Forza gibt es so mit normalen Farben nicht im Spiel.
Können wir vielleicht schauen, vielleicht sieht man es so. Also das, was momentan ist, ist Ultra Black. Auf das normale Schwärzeste, was ich komme, ist das. Mehr geht im Forza nicht als Schwarz. Außer man benutzt den Trick, den ich euch gerade gesagt habe. Also man geht dahin und dann bekommt man so ein schönes dunkles Schwarz. Am besten sieht man es dann noch, wenn wir hier reingehen. Und da bekommt man auch so eine Art Mattglanzeffekt hin. Ich zeige es euch. Also musst du anbringen, dann nehmen wir mal das. Nehmen Schwarz und dann sieht man, was ich meine. Man bekommt dann die normale schwarze Folie rauf. Da der Bildzackenstern hat dann praktisch das normale Schwarz, aber das Auto, was ich momentan habe, hat Ultraschwarz drauf. Und da kann man jede Menge Effekte machen und es ist vielleicht auch sehr interessant oder hilfreich für manche. So, dann gehen wir wieder raus. So viel zu meiner momentanen Lieblingsfarbe, Ultraschwarz. So, dann gehen wir wieder Auto lackieren und gehen weiter. Speziallachs. Nochmal zur Erinnerung, Aluminium poliert ist das, was ihr nehmen müsst. Ihr drückt dann X, geht hinunter auf Helligkeit und ganz hinunter. Dann habt ihr Ultraschwarz. Ich nenne es halt mal Ultraschwarz, weil es mehr nicht im Forza gilt. Diese sind alle Standards, die kann man nicht tönen. Man kann sie doch tönen, das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Hier geht zuerst die ganzen Farben durch. Dann hier haben wir noch sowas. Da kann man spielen und machen, wie man möchte. Das ist jetzt ein Grau, das bekommen mit anderen Reglern auch hin. Und ja, dann gibt es verschiedene Goldfarben, Spezialsachen. Bei Forza Horizon 3 kann man mit Zink, funktioniert nur bei Zink. Oder? Was war's beim 3? Ja, das weiß. Genau, bei Zink, wenn man das Auto Zink lackiert, speichern wir ab. Ich glaube, beim 4er funktioniert das. Beim 3er bin ich mir sehr sicher, dass man da auch ein sehr, sehr, sehr tiefes Schwarz so bekommt. So, man macht so, man wählt es aus. Geht hier hinein, müsst ihr anbringen, nimmt dies und macht es schwarz. Da bekommt man ein sehr, sehr dunkles, mattes. Aber hier im Forza 4 funktioniert das nicht so. Beim Dreier bekommt man es noch viel, viel schwarzer hin. So, das nur so zur Info. So, voilà, dann gehen wir wieder hier hinein. Dann sind wir wieder bei den Spezialfarben. Gehen wir wieder hinüber. Ich glaube, jetzt mehr oder weniger haben wir. Hier ist noch sowas. Mit diesen kann man dann nicht mehr so viel spielen. Vorher habe ich gesagt, dass man zum Beispiel diese Farben hier nicht direkt tönen kann. Aber es gibt eine Art, wie man sie tönen kann. Wir nehmen jetzt das mal. Dieses Camouflage. Speichere es ab. Dann geht man unter Lackierungen und Aufkleber. Dann Muster anbringen. Dann nehmen wir uns das Muster, ziehen es über das ganze Auto. Warte, ich nehme eine andere Farbe, dass man es besser sieht. Nehmen wir Giftgrün. So, Größe. Hier in den Schichten gibt es unten mit LBL und RB kann man nach links und rechts gehen. Dann kann man Bewegungen machen mit dieser Funktion. Nach oben, unten, links, rechts. Dann mit A wählt man die Ebene aus. Also machen wir mal noch eine. Nur kurz zu erklären, wie man so die Steuerung macht.
Aber wahrscheinlich macht man das besser mit einem anderen Video danach. Also lassen wir das mal. Die Grundfunktionen sind mit A auszuwählen, Position wechseln und da kommen die Größe, Drehen, Neigen, Transparenz. Aber das schauen wir jetzt alles Schritt für Schritt an. Wir wollen jetzt die Größe, also gehen wir nach rechts einmal, ziehen es über das ganze Auto, sodass wir es grün haben. Da sieht man die Grundfarbe. Unter der Folie ist jetzt diese Camouflage in Weiß und Grautöne und Schwarz. Bestätigen das, gehen nochmal rauf. Gehen ganz hinüber auf Transparent und schiebt den Regler, den Joystick nach links und man kann sehen, was ich meine. Ein grünes Camouflage zum Beispiel. Da kann man hineingehen, mit A auswählen wieder, Farbe ändern. Man geht ein bisschen runter, weil oben sind sie eher dunkel, da sieht man das nicht. Man geht fast ganz hinunter oder Mitte. Und dann kann man eigentlich Camouflage jedes nehmen, was vorhanden ist. Schon standardmäßig. Also man muss sich nicht extra ein anderes Camouflage selber zusammenfrickeln, dass es funktioniert. Hier in Blau oder zum Beispiel in alle Farben, die ihr hier zur Verfügung habt. Nehmen wir mal das Blaue. So, jetzt haben wir das. Natürlich müsste man jetzt hier hinaufgehen, müsste anbringen. Und das Quadrat wieder großziehen. Aber wir nehmen es uns ein bisschen einfacher. Also, wir gehen rauf, nehmen A, kopieren. Mit der linken Schultertaste können wir jetzt, oder rechte Schultertaste, können wir die Ebene durchschalten. Okay, wir haben es ja gerade kopiert. Und unten kann man jetzt auch lesen. Mit Y können wir einfügen. Fügen wir ein. Gehen weiter, fügen ein. Gehen weiter, fügen ein, Extra-Stange fügen ein, Heckflügel fügen ein. Und so haben wir jetzt mit relativ wenig Aufwand ein blaues Camouflage gezaubert, was so von Standard nicht möglich ist ohne diese Vorgehensweise. So, dann gehen wir weiter. Lassen, ohne zu speichern. Dann, was kann man eigentlich noch so sagen? Was gibt es zu den Grundlagen noch zu? Jetzt haben wir die Autolackierung durch. Dann kann man am Auto die Folien anbringen. Aber was jetzt auch noch möglich ist, eine Mustergruppe zu erstellen. Dann geht da rein, Muster anbringen und kann sich dann. Er kennt sicher, und dann machen wir mal ein Beispiel, Mustergruppe laden. So, nehmen wir von den Clan, wo ich dabei bin, das Logo. Man kann es viele, viele, also alles, was man bildlich sich vorstellen kann, kann man eigentlich in Forza nachbauen. Es braucht sehr, sehr viel Geduld, Übung. Aber ich finde, es kann jeder lernen und dazu soll der Kanal auch beitragen, dass man es selbst lernen kann, wie man sowas macht, auf was man aufpassen muss. Und der Fantasie ist keinerlei Grenzen unterlegt. Was man achten muss, ist, man sieht, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Cursor hin. Ich spiele am PC, dann sieht man die Maus, dass wir hier 3000 Schichten maximal haben. Praktisch auf der rechten Seite von Auto gehen 3000 Schichten rauf, auf der linken Seite gehen 3000 Schichten rauf, der Vogelperspektive gehen 3000 Schichten rauf, Front und Heck gehen 1000, glaube ich, rauf. Also ist man ein bisschen beschränkt, weil es gibt auch, wenn man Designs macht, sehr viel Futzelarbeit und Detailarbeit. Und man muss einen guten Kompromiss finden. Man möchte ja zum Beispiel nicht nur das Logo auf die Karre schmeißen, sondern man möchte auch Verzierungen machen, Farbübergänge oder sonst was noch. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man sich ein bisschen Kopf macht, was man machen möchte auf dem Auto.
Man will ein Auto kopieren, was möglich ist. Und ja, das war mein erstes kleines Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen mehr mit dem Design am Auto direkt selber befassen. Was es da noch für Möglichkeiten gibt. Funktioniert dann so ähnlich wie Camouflage, wie man sich Arbeiten erleichtern kann, aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao!